ermöglicht überhaupt erst Innovation? Ich glaube, das ist eine Binsenweisheit. Also irgendeine technologische Neuentwicklung, das Rad, der Computer, das Telefon und dann passiert irgendwas. Normalerweise ist das immer diese Schnittmenge zwischen Technologie und Kundenbedürfnis, also technologische Möglichkeiten und Kundenbedürfnis, und daraus entsteht Innovation. So eine ganz klassische Innovationsdefinition. In dieser Phase der Digitalisierung, und jetzt muss ich noch mal einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, den erste digitale Uhr, von wann ist die erste digitale Uhr? Die erste digitale Uhr war es. Bitte? 70er? Kann ich mich auch erinnern, ich hatte dann noch so ein Ding, wo man einen Taschenrechner drauf hatte, weil ich immer schon ein schlechter Kopfrechner war. Und dann habe ich mich mal recherchiert, weil mich das immer interessiert, was ist eigentlich die erste digitale Uhr gewesen. Und die erste digitale Uhr ist das hier, 1841, Semperoper Dresden, weil, was ist aber überhaupt eine digitale Uhr? Die zeigt die Zeit nicht analog an. Ja, das ist der einzige Unterschied. Der Unterschied zwischen digital und analog. Deshalb bin ich so ein bisschen manchmal unglücklich mit dem Begriff Digitalisierung, weil der Ursprung des Begriffs ist einfach zu dünn, um darauf das riesige Konstrukt digitale Revolution aufzubauen. Weil digital heißt eigentlich nur das Gegenteil von analog, also Dinge in Bildern, in Bildform zu erklären, also halt eine runde Uhr und man sieht ganz mal der Zeiger, der Mann hat da so, also eine Analogie, ein Bild der Zeit. Im anderen Fall hast du Ziffer, Ziffer. Hier gibt es ja auch nicht keinen Unterschied zwischen 1930 und 1931. Ja? Also es gibt in der Analogie gibt es auch diese ganz, ganz feinen Abstufungen, die Grautöne. Digital ist immer 0 und 1, entweder ja oder nein. Von dem her, ja, die Digitalisierung hat natürlich viel mit dem Thema Computer, Daten, die man gemeinsam aufgebaut hat, zu tun. Aber wir müssen mal so ein bisschen auch mal wieder an die Wortstimme zurückgehen, das macht auch immer Spaß. Also Digitalisierung verändert und Veränderung macht immer Angst. Wer zieht gern um? Ich nicht. Also obwohl ich manchmal finde ich es ganz gut, aber da kann man nicht ausmisten. Aber es tut echt weh. Es ist echt ein bisschen Kisten packen. Alles umziehen. Es gibt ganz viele Ehen, die werden deshalb nicht geschieden, weil es zu mühsam ist. Ja, also solange man sich nicht an die Gurgel geht, ist doch alles okay. Ja, weil diese Veränderung danach, was ganz anderes zu machen, also jeder hat seine eigene Bude, jeder muss für sich kochen, jeder muss für sich einkaufen, diese Veränderung, da verschwinden wir. Wer hat schon mal einen Mitarbeiter durchgeschleppt, der eigentlich immer wieder miese Sachen gemacht hat? Ja? Es ist nicht ungewöhnlich, weil man einfach sagt, das ist so viel Mühe, den jetzt rauszuschmeißen. Also überhaupt Veränderungsprozesse, das spielt gegen unser natürliches Energiesparprogramm. Unser natürliches Energiesparprogramm heißt immer, bleib am Alten, dann weißt du, was du hast, dann kann nicht so viel passieren. Und never change a running system, das ist ja auch so ein alter Spruch, oder don't fix what is not broken. Also lauter solche Sprüche haben wir dann ja parat. Das ist ja auch alles richtig. Veränderung tut uns immer weh. Change-Prozesse, ich habe ganz viele Change-Prozesse in meinem Leben gelernt. Furchtbar. Also ein Kampf ist immer das gleiche Theater. Beharrlichkeit, so eine Mentalität des, na, es läuft doch alles, wir müssen das nicht. Also eine Veränderung macht Angst, eine Veränderung wird immer erst dann attraktiv, wenn das Wasser bis hier steht. Da gibt es einen schönen Spruch, den kann ich euch jetzt schon mal bringen, denn der würde eigentlich besser passen zu dem Thema der Marktveränderung, deutsche Automobilindustrie, Aristoteles,
hat mal gesagt, schon so langweilig, Smartphone draußen, Aristoteles hat mal gesagt, nehmen die Götter Böses wollen, dem schicken sie 40 Jahre hervor. Da hat er nicht Unrecht, weil wenn kein Leidensdruck da ist, machen wir in der Regel nichts. Es gibt ganz viele Unternehmen, die bereit sind, recht früh in Veränderungen zu investieren, noch bevor der Schuh wirklich drückt, noch bevor das Wasser wirklich bis zum Hals schickt. Veränderung macht uns immer Angst. Und wir müssen leider damit rechnen, leider für jeden selber zu klären, die Veränderung, die wir jetzt gerade erleben, die sind massive Veränderungsprozesse, die werden bleiben. Unsere Vorfahren haben das Feuer auch nicht wieder ausgemacht und gesagt, oh, brauchen wir nicht, zu heiß, gefährlich. Oder haben das Rad irgendwann wieder weggekickt und gesagt, oh, das war doch vorher auch ganz gut, immer noch so Baustellen. Also muss man nicht haben. Oder keiner hat das Automobil wieder erstmal in die Tonne geklopft, weil er gesagt hat, das mit den Pferden war eine bessere Sache. Aber man erinnert sich an die Geschichte mit dem Automobil. Was hat der Kaiser mit dem gesagt? Ich möchte kein schnelleres Auto, ich möchte schnellere Pferde. Klar, weil er kannte ja nur Pferde fand er toll und hat sich auch gerne auf dem Pferd gezeigt. Aber trotzdem hat sich das Ganze nicht aufhalten lassen. Und die Veränderungsprozesse, die wir gerade erleben, die haben nochmal eine zusätzliche Dimension. Und immer wenn man jemandem Angst machen will, packt man ihn hier aus. Wer ist das? Kennt ihr? Ja, Charles Darwin. Er hat gesagt, kennt ihr alle Survivor, wie findet das klar? Er hat das nochmal präziser definiert. Most responsive to change. Also die Spezies mit dem Überleben, die sich am besten mit Veränderungsprozessen arrangieren können. Das ist noch ein bisschen eigentlich eine feinere Nummer und zahlt sehr stark auf dieses Thema Veränderung, nein, danke. Beziehungsweise wann muss ich denn anfangen, mich zu verändern? Damit es nachher nicht zu spät ist. Jetzt haben wir aber, das wusste der gute Mann natürlich damals auch nicht, ist mit dieser Art von Veränderung zu tun. Ich weiß bis heute nicht, wie man den meinen Kollegen Alan Wolf oder Conor Wolf ausspricht, kennt ihr noch? Ziemlich cooler Philosoph zu dem Thema. Also eigentlich Brecht und Wolf sind so die man momentan lesen muss in dem Bereich. Er hat das eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir haben nicht irgendwie die vierte industrielle Revolution oder so. Wir leben in einer permanenten Revolution. Eine klassische Revolution hat ja irgendwann mal den Sturm auf die Bastille und dann ist da wieder so eine Weile, wo es dann sich wieder einmal alles einlebt und dann gibt es vielleicht noch eine Gegenrevolution. Aber also das ist nicht so von heute auf morgen. Was wir jetzt hier erleben im technologischen Fortschritt, das ist eine permanente, massive Revolution, an die wir uns als Menschen gar nicht anpassen können. Es geht nicht. Weil wir sind es gewöhnt, uns über Generationen hinweg anzupassen. Unsere Adaptionsfähigkeit hat keinen Tonus von 12 Monaten. Ich lese jede Menge so ein Zeug, so Blogs und Newsletter und die ganzen Bass, der jeden Tag auf mich einströmt. Und das werden wahrscheinlich auch ein paar hier tun. Du kannst eigentlich, wenn du mal eine Woche nicht gelesen hast, weißt du schon, dass du irgendwas verpasst. Wenn du mal einen Monat draußen warst, weißt du ganz genau, ist das wieder ein neuer Begriff oder so ein neuer. Zum Beispiel, jetzt ist ja so darüber, glaube ich, in den letzten 12 Monaten am meisten geschrieben wurde, das waren die ganzen Sprachassistenten, also künstlich intelligente Sprachassistenten, Echo, Alexa und so. Ah, mein Gott, was wohl, da war schon eine riesen Wolke an Anwendungsmöglichkeiten, Technologien hier und dort, Verbesserung. Ja, das entwickelt sich jetzt massiv schnell, aber kaum jemand kommt noch mit. Also wir haben einfach ein Problem mit der Anpassung an diese Veränderung. Und Veränderung, die in diesem Tempo vor sich geht, macht nicht nur Angst, die macht Panik.
Da gibt es ein paar, die steigen aus. Und es gibt mit Sicherheit auch bei den meisten von Ihnen hier Mitarbeiter, die steigen aus. Die sagen, ich brauche das nicht. Das juckt mich nicht. Ich habe meine Zeit auch schon um. Ich habe ja nur noch 10 Jahre. Oder 20 Jahre. Oder bisher ist ja auch immer so gegangen. Brauche ich nicht. Will ich auch gar nicht. Macht mir auch ein bisschen Angst. Sagen die wenigsten. Aber es ist so, es macht Angst. Die Schnelligkeit der Schnelligkeit der Veränderung ist etwas, womit wir, die wir gewöhnt sind, generationsweise uns anzupassen, gar nicht mehr. Und jetzt gibt es noch eine schöne Geschichte, über die man mal nachdenken sollte. Und die heißt, Gelerntes wird zum Problem. Wir sind ja in einer Gesellschaft, die sehr stark, ja, wahrscheinlich sowieso, auf Tradition, auf Erfahrung, auf Expertise setzt. Die gesamten, also die Deutschen generell, sind ja so TÜV, haben was geschaffen und dann verbessern sie das noch weiter. Ne? Brille hochschieben, weiter von der Schule und weiter gemacht. Also wir setzen auf immer mehr Effizienz. Wir versuchen, die Probleme, die wir schon mal gelöst haben, noch besser zu lösen. Wir versuchen, die Antriebe der Autos noch ein bisschen besser zu machen, noch ein bisschen effizienter zu gestalten. Das Ganze noch ein bisschen mehr Luftwiderstand, also den Luftwiderstand noch weiter reduzieren. Innen das noch ein bisschen schicker zu gestalten, leichtere Bauteile und so weiter und so fort. Aber wir gehen das Problem nicht neu an, weil wir wissen, wir haben es gelernt. Und Gelerntes